Moin, moin meine aktiven Freunde und herzlich willkommen. Heute ein neues Video in aller Frische und verzeiht es mir, ich bin erst seit 20 Minuten wach und noch ein bisschen verschlafen. Aber, Freunde, heute ist, das ist so in der Art das Ansagevideo an, Call of Duty. So ist richtig. Ich muss aber dazu sagen, ich möchte denen jetzt nicht direkt eine Ansage drücken, denn ich habe Call of Duty zu viel zu verdanken und lieb Call of Duty einfach zu sehr, um da jetzt ein Hate-Video rauszuhauen. Das ist ein Bitte-Video, ein Ich würde mich freuen Video, sagen wir es mal so. Denn wie geil wäre es, Freunde? Das ist meine Hoffnung. Oder was ist meine Hoffnung? Mein größter Wunsch. Wenn sie alle DLCs, die jemals für die Call of Duty Teile rausgekommen sind, kostenlos machen würden. Wie geil wäre das bitte, Freunde? Wir sind hier aktuell in MW2 drin, ne? Und viele von euch kennen MW2 nicht mal oder haben es nicht mal gespielt. Im Umkehrschluss, viele von euch haben es aber auch sehr viel gespielt und kennt's. Freunde, die Maps in MW fucking 2. Schaut euch die Karten mal an. Oh yeah, Digga. Da kommen wir ja noch hoch. Bailout. Oh, was für eine geile Karte, Digga. Absturz. Also aus COD4. Auch eine sehr geile Karte. Verwuchert. Auch aus COD4. Auch eine geile Karte. Aber hier, Freunde. Salvage. Oh mein Gott, was für eine geile DLC-Map ist das bitte. Storm, auch so geil. Karneval, Hammer. Fuel ist nicht so ganz beliebt, aber ich habe sie gefeiert. Strike ist auch aus COD4. Trailer Park, hammermäßig. Und Vakant ist auch aus COD4. Aber Freunde, ich kann, und darum geht es im Grunde in diesem Video, ich kann in COD4 auf der PlayStation 3... MW2 auf der PlayStation 3, Black Ops 1 auf der PlayStation 3 und MW3 auf der PlayStation 3. Wenn ich dort die DLCs anhabe, selbst in Black Ops 2, wenn ich dort die DLCs anhabe, finde ich keine Lobbys. Oder so gut wie nie. Und ich würde so gerne diese Map Packs weiterhin zocken. Aber so ein Map Pack wie von MW2 ist einfach nicht mehr im PlayStation Store drinne. Man kann sich das nicht mehr kaufen. Ein Stück Geschichte kann man sich nicht mehr kaufen. What the fuck? Warum? Ich verstehe es nicht. Lass es mich verstehen. Ich verstehe es aber nicht. Ein Stück Gaming-Geschichte ist einfach nicht mehr im PlayStation Store verfügbar. Das ist passiv. So, und wie ihr jetzt gesehen habt, ich habe ja die DLCs jetzt aktiviert. Und wir suchen jetzt mal eine Runde Team Deathmatch. Das, was eigentlich überall am meisten gespielt wird. Ja, da kommt direkt eine DLC-Karte. Sieht im ersten Moment gut aus. Bloß wir werden einfach keine Lobby finden. Und stellt euch einfach mal vor, wie geil wäre es, wenn Call of Duty mit dem Geld beispielsweise, was sie durch die ganzen Packs gemacht haben oder sonstiges. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch technisch gesehen nicht möglich. Vorführeffekt. Vielleicht ist es technisch nicht möglich, aber wo ist das Problem, alle DLCs einfach kostenlos zur Verfügung zu stellen? Ich glaube, korrigiert mich da, wenn ihr da irgendwie andere Ansichten habt oder andere Erkenntnisse, aber damit würde sich Call of Duty, glaube ich, keinen Zacken aus der Krone brechen, oder? Und wie geil wäre es? Wir wechseln gleich nochmal auf MW3. Oh, in MW3 die DLCs. Oder in Black Ops 1 auch die DLCs. Es gibt so viele geile DLC-Karten und ich verstehe es nicht, warum... Warum? Einfach ganz große Fragezeichen. Warum? Warum wird ein Stück Geschichte aus dem PlayStation Store rausgenommen? Ich verstehe es nicht. Ich kann's nicht verstehen. Und so wie jetzt, läuft es immer ab. Dann hast du 3, 4 aktive Spritzer oder 4, 5, die auch die DLCs ja, haben. Aber so wird halt keine Lobby voll. Ne? Und dass ich jetzt hier gerade vorführmäßig in der Lobby drinne bin, die never starten wird, ist schon ein Wunder. Oh, Karneval, was für eine geile Map. Ach, das waren noch Zeiten, Freunde. Könnt ihr euch noch daran erinnern, als ich MW2 gestreamt habe und auch noch mit DLC-Karten? Oh, da kommt noch Nostalgie-Erinnerung hoch. Also das wird hier nichts, Freunde. Das wird hier nichts. Ich zeige euch mal die legendären Maps von MW3. So, Freunde, wir sind jetzt in MW3 drinne und ich zeige euch mal die legendären Karten aus MW3. So, Piazza. Boah, was für eine geile Karte. Overwatch. Auch eine hammermäßig nice Karte. Sanctuary ist auch Hammer, wie ich finde. Foundation war auch nice. War auch eine nice Map.
Oasis oder Oasis. Ja, moin, wahrscheinlich Oasis. Hammerkarte. Erosion war eine 2 vs. 2 Karte, wenn mich nicht alles täuscht. Aground, auch eine 2 vs. 2 Karte. Terminal kennen wir alle. Decommission, auch eine nice Karte. Offshore, Freunde, Offshore. Woo! Cross Map, bitch. Legendäre Karte. Gulch, auch eine geile Map. Boardwalk, auch geil. Und Parish, also, versteht mich nicht, ich finde nicht falsch. Aber diese Karten werden wir nie wieder zocken können. Weil in den neuen CODs kommen immer nur so Remake-Map-Packs oder so. Also von irgendwelchen Eltern-CODs. Aber diese Karten werden nie kommen. Ich weiß es einfach. Es wird niemals ein Offshore in einem DLC drin sein. Oder Overwatch wird niemals als DLC-Karte in einem neuen COD drin sein. Aber es sind doch so geile Karten. Warum? 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 Und auch hier wieder das gleiche Spiel. Vielleicht mit auf Krampf finde ich eine Lobby. Aber wir machen hier eine Runde Team Deathmatch mit den DLCs. Und auch hier dauert es wieder. Es wird wieder nicht klappen. Vielleicht mit Nasenbluten jetzt wegen Vorführeffekt. Aber glaubt es mir, ich habe so oft versucht für ein Video und ich habe nie vernünftige Lobbys gefunden. Auch in Infiziert habe ich mal wieder Bock auf Offshore. Ich cross the map, bitch. Ich finde einfach keine Lobby. Ich finde einfach keine Lobby, Digga. Das gibt's nicht. Guck mal hier. Was ist das? Wenn ich in eine Lobby reinjoin, dann in eine, wo halt kein DLC ist, ne? Also keine DLC-Map. Das ist traurig. Das schmerzt mir als treuer Liebhaber der Call of Duty-Reihe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber wie geil wäre es, wenn Call of Duty mal eine richtig geile Aktion bringt. Eine richtig nice Aktion und einfach die Map Packs kostenlos zur Verfügung stellt. Nicht von den ganzen neuen CODs, aber von dem Teil wie MW2, MW3. Wie gesagt, MW2, die DLCs sind nicht mal mehr im PlayStation Shop. Ich weiß nicht, wie es hier bei MW3 ist. Ich denke mal, wahrscheinlich auch nicht mehr. Das kann nicht angehen. Das kann nicht angehen. Das schmerzt in meiner Gamerbrust. Und ihr seht, ich finde keine Lobby. Es passiert nichts. So, ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde sitzen, da passiert nichts. Nix. Scheiße. Freunde, wir gönnen uns noch mal ein bisschen Nostalgie und wechseln noch mal rüber auf Black Ops 1 und schauen uns mal da die DLCs an. Mm. So, Freunde, wir befinden uns im legendären Black Ops 1. Auch ein so geiles Spiel. Kennt ihr das? Man verbindet halt mit diesen Main-Themen und mit der Main-Themen-Musik immer echt viel. Also so geht es mir zumindest. Da kommen immer Erinnerungen hoch, wenn man dann morgens um 10 Uhr aufgestanden ist. Obwohl man bis 3 Uhr gezockt hat, direkt aufgestanden ist, Konsole an. Oh, ich muss die und die Waffe noch leveln. Boah, geil. So, Freunde, DLC-Karten. Wie wechsle ich denn jetzt hier die Scheiße? Ah, ja. Ja, moin, hab hier nur 4 Stück runtergeladen. Man kennt ihn. Aber auch hier. Hazard oder Hazard. Silo ist, Hangar 18. Drive-In. Es gibt noch viel mehr. Ich weiß gar nicht, warum ich die alle nicht runtergeladen habe. Aber auch diese Karten sind einfach legendär. Sind einfach legendär, Freunde. Und ich würde sagen, zum grünen Abschluss, auch wenn es da vielleicht nicht ganz so schlimm ist, aber das wird uns auch bevorbestehen, in Black Ops 2 die DLC-Karten. Oh shit, Digga. So, Freunde, wir sind jetzt in Black Ops 2 drin. Und jetzt schauen wir uns hier mal die DLC-Karten an. Downhill. Oh. Was für eine, was für eine geile Karte. Mirage auch. Digga, da habe ich direkt Bock, wieder nur DLCs zu zocken, ne? Hydro, auch absolut geil. Grind, ich brauche gar nichts zu den Karten sagen, oder die sprechen für sich. Encore, Magma, Vertigo, Studio ist natürlich Remake. Uplink auch Remake. Detour fand ich nicht so nice. Cove, oh, was für eine geile Karte, Digga. Cove, was ist, das ist so ein... Rush, auch sehr, sehr nice. Dick, geht so. Frost, auch so geil. Pot war auch geil und Takeoff war auch so viele geile DLCs, Freunde. Und da erwartet uns irgendwann auch das gleiche Schicksal wie in MW2. Irgendwann wirst du diese Karten nicht mehr zocken können. Wir schauen mal, wie es hier ist. Ob wir hier eine Lobby finden, Team Deathmatch mit den DLCs. Ja, das ist jetzt Raid, wollte ich jetzt nicht unbedingt spielen. Ich wollte ja schon eine DLC-Karte spielen. Ja. Und ich glaube, vom System her ist das jetzt die einzige Karte oder die einzige Lobby,
die verfügbar ist, wo die Leute eventuell auch das DLC haben. Ja, moin, voll das Oldschool-Emblem noch. Und das ist halt, ist, wie schön wäre es jetzt einfach Team Deathmatch, zack, oh. Eine Runde Team Deathmatch auf dick. So, wir gehen nochmal raus. Vielleicht ist Black Ops 2 noch an dem Punkt, wo man die DLCs wirklich zocken kann. Ich habe es ehrlich gesagt in letzter Zeit nicht so viel gemacht. So, komm mal. Zack, zack. Ja, okay. Black Ops 2 ist anscheinend so, dass man noch die DLCs zum Teil zocken kann. Aber nochmal, Freunde. Wie geil wäre es, wenn es in jedem älteren COD die DLCs gratis geben würde. Und man könnte immer die Maps zocken, die Map Packs. Mm. Bei der Vorstellung muss ich euch ehrlich sagen, ich habe nur eine Boxershorts an, ich könnte es euch ja zeigen. Da regt sich ein bisschen was, Freunde. Da regt sich das Gamerherz. Wollen wir es mal dezent so sagen? Das wollte ich mir mal Real Talk mäßig aus der Zentrale vom DX Racer vom Herzen reden. Ich bin raus und sag Wiederschauen. Alle DLCs für umsonst. Bitte, bitte, bitte reingehauen.